Also plattformneutral ist es nur, weil ihr mich gezwungen habt, das plattformneutral zu machen. Deswegen die Frage gleich, wer kennt Java nicht? Sind tatsächlich zwei Leute. Okay, nicht schlecht. Wer mag Java nicht? Wow, sind mehr Leute. Wer würde viel lieber Clojure machen? Einer, okay. Zwei, okay, sorry. Wer würde lieber Scala machen? Auch zwei. Was haben wir noch? Groovy. Groovy, auch, Groovy ist fast Java. Groovy ist wie Groovy. Okay, was haben wir noch? Groovy. Wer ist das? Kotlin. Kotlin. Dann gibt es, okay, ist sogar einer. Also du bist auf jeden Fall Minderheit. Dann, was haben wir noch? JavaScript 1. Also ich muss sagen, wenn, dann JavaScript. Ja, ist total anders. Ja, Prototyp und alles. Das ist nicht das, sondern vielleicht was anderes. So, und JavaScript 6 oder ECMAScript 2015 ist sowieso fast Java wieder. Ne? Insofern kommen wir wieder back to roots. Okay, Microservices, warum ich über dieses Thema überhaupt rede. Eigentlich kann ich genauso wenig hören wie Agile. Aber ich werde ständig danach gefragt und alle meine Verträge dieses Jahr haben was mit Microservices zu tun. Deswegen sage ich, okay, dann erzähle ich ein bisschen darüber. Ohne Source Code, das ist die Herausforderung hier. Mit Source Code wird es eigentlich sofort gegessen, wenn was gehackt wäre, fertig. Wie jedem klar, weil wie das eigentlich sich anfühlt und wie es funktioniert. Auf den Slides ist es immer ein bisschen schwieriger. Ja. So, ich arbeite seit 95 mit Java. Das Besondere mit mir ist, mir gefällt Java immer noch. Und zwar nicht nur die JVM, sondern auch die Programmiersprache an sich. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einem Consultant und er sagte mal, Java ist nicht, hätte gesagt, mentally challenging enough for him. Und da sage ich, okay, spiel halt Schach oder mach was anderes. Ja, ich meine, du musst ja nicht die Syntax, oder da gibt es eine Programmiersprache, das wird aufgezeichnet, aber es, in Wikipedia findet man die auch, ja, der ist halt Brainfuck zum Beispiel. Ja, da könnt ihr auch mal damit mal probieren, vielleicht ist es dann besser als Java. Was ich interessant finde, wie sich das Ganze entwickelt hat, am Anfang war Java nicht brauchbar, weil sie zu langsam war. Dann hieß es, die Performance ist so gut, dass man es gar nicht mehr braucht, man kann ja andere Skriptsprachen verwenden. Und dann war das viel zu aufwendig, damit zu implementieren und jetzt ist es zu einfach. Ja, also das bedeutet, das richtig wird man sowieso nicht schaffen. So, was ich in meinen Projekten mache, ich versuche jetzt Projekte zu machen, meistens Consulting, Architekturen, wobei in Architekturen ist, Folien sind auch schwierig, dann codiere ich meistens. Und im Moment habe ich drei Taskforces, die sich überlappen, also irgendwas funktioniert nicht, aber sollte funktionieren. So, das ist zu meiner Person. Wichtig ist, dass ihr Fragen stellt. Wenn wir schon kein Source Code sehen dürfen, wichtig, dass ihr Fragen stellt und dann können wir ein bisschen interaktiv das Ganze gestalten. Wenn man zwei Mics, das sollte funktionieren. Ich schreibe Blog, wobei das sowas wie ein Notizbuch ist. Also das ist für mich super. Ich erinnere mich an Posts und dann suche ich nach dem Titel und finde ich es wieder. So selten wie möglich versuche ich Workshops am Flughafen München zu machen, mit der Hoffnung, dass ich nicht mehr so viel reisen muss und ein bisschen die effizienter mit der Zeit umgehen kann. AirHacks News ist like Marketing Spam und AirHacks.io sind Online-Workshops, weil viele aus Indien haben sich beschwert, dass München doch zu weit ist. Ich sage, okay, dann machen wir das online. So, wobei, Teilnehmer schon aus Indien gehabt und Costa Rica und überall her. So, AirHacks TV, gestern. Fragen und Antworten hoffentlich. Also ich beantworte keine Fragen mehr per E-Mail, ist einfach zu viel. Ich habe es gemessen, irgendwie, um Frage richtig zu beantworten, brauchst 20 Minuten. Online sagst irgendwas und jeder freut sich. Ja? So, also man kann, so, das sind die Workshops, Bücher habe ich wieder nicht dabei, das sind noch mehr. Und dann die Definition von Microservices, was ich mir charmant finde, dass es mit in short anfängt. Das ist schon fast wie in SOA. Und ich muss ehrlich zugeben, dass die SOA-Definition deutlich kürzer war. Also ich habe auch SOA-Vorträge mal gehalten, da war ungefähr zwei, drei Sätze und Microservices ist das. Was das im Prinzip aussagt, ist, irgendwas, was in einem Prozess läuft, die sind sehr stolz, dass in einem Prozess laufen muss, also zwei Prozesse, da sind sie schon mal, sagen wir mal, vielleicht ist doch nicht so Microservices, also ein Prozess muss auf jeden Fall sein, dann und kommuniziert mit anderen Prozessen per HTTP und dann haben wir ein Microservice. Und ich würde mal sagen, Rest wäre auch nicht schlecht. By the way, der Vortrag, Security-Vortrag, weißt du, wie der hieß vor mir, der war genial, fand ich. Also das war super. Und da auch kurze Anekdote von Security und Microservices und Docker.
Ich habe mit Docker von Anfang an angefangen so und ich habe einen eigenen Server, den wirst du ja bald sehen. Und dann da habe ich mal Docker so gestartet und vergessen, den Port zu binden. Und natürlich im Docker habe ich gleich SSH mit Root und Root, weil ich sage, ist eh wurscht beim Docker. Und da habe ich immer gewundert, was macht die CPU von dem einen Docker-Container so. Und dann bin ich daran, da habe ich gesehen, dass jemand versucht, da irgendwelche Bitcoins meine und irgendwas zu installieren. Und was ich gemacht habe, ich habe immer wieder den Docker resettet und geschaut, ob immer das macht. Und dann, ja, da hat er wieder angestrengt und wieder versucht, dann wieder Docker gestartet und dann irgendwann hat er aufgegeben. Und das nennt man Immutable Infrastructure zum Beispiel. So, das bedeutet, wie könnte man Sprecher vor mir ärgern? Ja? Also wenn im Docker-Container, wenn er irgendwas macht, könnte ich einfach neu starten und wieder seine ganze Arbeit weg. Und dann habe ich, gedacht, okay, jetzt hören wir mal auf, weil ich kann die ganze Nacht nicht das ganze Zeug hier neu starten. Und dann habe ich den Port gebunden und dann, seitdem ist langweilig, ja, seitdem läuft es nur. So, das ist so viel zu Docker. Okay, das bedeutet für mich eigentlich, ich habe seit 2009 nur Microservices gemacht, nur ich wusste nicht, dass es so heißt. Früher hatten wir Shared Nothing dazu gesagt und jetzt halt Microservices. Genau, wenn ihr nicht einverstanden seid oder sagst, du hast überhaupt keine Ahnung davon, bitte melden, wir diskutieren drüber, das ist wichtig. Das ist der letzte und nach der Session haben wir auch Zeit bei Würstchen und Pizza. Kontext. Ich weiß nicht, ob das letzte Jahr gezeigt hat, das zeigen wir eigentlich immer, wenn es geht, weil das ziemlich interessant ist. Das ist die E10K, Sun E10K. Ich war Fan davon, weil es super ausgesehen hat, also ein riesen Eindruck. Ich habe die in München gesehen, da waren lauter solche Maschinen. Die Maschine ist von AOL, die hat 1,2 Millionen gekostet und die habe ich versucht zu kaufen letztes Jahr, aber nicht für 1,2 Millionen, sondern 2000 Dollar, nicht letztes Jahr, das war jetzt länger, 3-4 Jahre. Und der Grund ist, das waren Dollar, war damals wenig wert und die 2000 Dollar wären wahrscheinlich so 1000 Euro nach Verhandlung. Und das wäre billiger als IKEA-Schrank. Also mein Plan war, die Motherboards rauszuschmeißen und das wirklich als Schrank zu verwenden. Der Punkt ist, Hardware kostet nichts mehr. Und draußen, beim Mediamarkt. In den Firmen nicht. Also manchmal die Megabyte sind teurer als Gold. Also ich weiß nicht, wie das verrechnet wird oder sie vergessen haben, das anzupassen oder was auch immer. Folge ist, man kriegt ja irgendwie Server mit 2 Megabyte und versucht in einem Application Server so viele Words zu deployen wie nur möglich. Wenn man jetzt wirklich nur nachdenken würde, dass das jetzt nur Nachteile hat, hätten wir längst schon Microservices und das ist, was wir bei Firmen machen, die Hardware noch am freien Markt einkaufen und nicht intern. Was wir machen, ein Docker-Container jetzt, früher wäre das VMware-Image, das war wirklich ein bisschen schwierig, Docker-Container. Im Docker-Container läuft der Application-Server. Ich kenne leider nur Java E. Alles, was ich meine, ist Java E, deswegen kann ich nur Beispiele von Java E bringen. Da läuft ein Application-Server, egal was, das spielt ja keine Rolle, alle sind ungefähr gleich groß. Und in dem Application-Server läuft ein WAR. Und da haben wir unseren Microservice. Jetzt könntest du ja sagen, du bist wahnsinnig, man muss irgendwie optimieren. Warum machst du das nicht in Go oder Assembler oder was auch immer? Ich sage, ja, weil ich das Problem nicht habe. Die Application-Server haben wahrscheinlich 100 Megabyte RAM-Overhead. Habe ich ausgerechnet, kostet ungefähr 5 Cent pro Microservice. Also wenn da kein Budget mehr dafür gibt, da hat die Firma ganz andere Probleme. Ja? Da muss man immer schauen, irgendwie vielleicht sogar, nicht mal auf dem Raspberry Pi sollte das eine Rolle spielen. Okay, das 2000, das ist mein Server. Das sieht jetzt nicht interessant genug, was cool ist. Also das war ein Prototyp. Wir haben noch besseren, das bessere Netzteil ist Platinum. Es ist gar nicht so einfach, Platinum-Netzteile für Server zu bekommen, weil die meisten dafür Gamer ausgelegt sind. Was ich brauche, so Platinum-Netzteile für ziemlich 200 Watt, der braucht sehr wenig Strom und das ist schwierig zu bekommen. Ich habe es bei Amazon zusammengeklickt, die besten SSDs, Supermicro, Board, Xeon, CPU, die stromsparend ist, das ist für mich wichtig, weil ich den selber betreibe. Und das sind die teuersten Xeon-CPUs und 32 Gigabit ECC-RAM hat zum Beispiel für Xeon von IBM ungefähr 300 bis 400 Euro bei Amazon gekostet, ohne irgendwelche Rabatte. Und der Punkt ist, der ganze Kiste und das teuerste war das Gehäuse. Es ist Big Tower, weil es für mich einfach zu hacken. Und das ist Noctua Lüfter, weil er cool aussieht. Ich glaube nicht, dass der notwendig ist, aber warum denn nicht? Und viele Propeller sehen immer gut aus, insbesondere in Microservices. Das Besondere ist, der kostet, ich glaube, zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Und ich habe versucht, es so teuer, wie es geht, zu konfigurieren. Ich kann das ja abschreiben. Ich mache das alle 3 Jahre. Es geht nicht teurer. So,
Was teurer ginge vielleicht, Multisocket, dann wird es richtig teuer. Aber mit einem Socket ist, glaube ich, das ist ziemlich der teuerste Server, den man kaufen kann. Das waren die teuersten SD, alles war das teuerste. Ja. Was ich mir schon überlegt habe, ich habe irgendwie mit 5000 Euro gerechnet, dass ich irgendwie so IO-RAM-Karte noch reinstecke. Aber ich meine, das ist alles so schnell. Zum Beispiel Deployments auf dem Server. Wenn ich faul bin, sage ich Reboot. Da ist es so schnell, dass man die Progressbar nicht mehr sieht. Ich sage, okay, jetzt könntest du noch weiter optimieren mit Assembler, dann sieht ihr die vielleicht gar nicht mehr. Ja? Ich meine, das ist bei mir eine Sekunde und ihr könnt es vielleicht in 200 Millisekunden booten, aber das sind Optimierungen, wo ich sage, okay, irgendwas läuft hier schief. Ne? Was meistens schief läuft bei den Firmen natürlich, wenn die Server zweimal virtualisiert sind, wo zweimal VMware drin läuft und in VMware noch Docker, da sieht die Sache natürlich anders aus. Ja? Aber wenn jemand sich einfach nur beim Mediamarkt einen Server kaufen würde, dann müsste man nicht optimieren. Also die erste, was wir gelernt haben, Shared Deployment ist tot. Wenn jemand nicht weiß, was Shared Deployment ist, dass mit einem Prozess mehrere Anwendungen laufen, ist wirklich eine sehr schlechte Idee. Das machen wir seit Jahren nicht. Das machen wir nur, wenn die Operations uns dazu zwingen. Warum zwingen sie uns? Weiß ich gar nicht mehr, weil sie vergessen haben, die Preise anzupassen. Fragen? Wenn nicht, könnten wir so ein Ding starten, aber das habe ich schon im Screencast gemacht, das startet halt in einer Sekunde fertig. Also wenn, das müsst ihr mir einfach glauben. Geht zu meinem YouTube-Channel, wie laut solche Screencasts, wie groß das ist, wie schnell es startet und ja, könnt schon alles gemessen. Keine Fragen? Schade eigentlich. Da, okay, so sieht man top aus. Das ist noch nicht alles. Da geht es weiter. Also man kann den nicht auslasten und der braucht 8 GB von 32. Und ja, so, traurig, ne? Man investiert 2000 Euro und kann man nicht voll auslasten. So, das ist eine Mischung aus Whitefly, Tommy und Payara. Alles, was ich finde, lasst es mal laufen. Und ja, deswegen, was die Firmen da wirklich treiben, keine Ahnung, was sie da laufen lassen. Ja? Wahrscheinlich ist es eh schon voller Viren, was der Kollege gezeigt hat davor. Ja? Dass jeder sich einloggt bei VNC, das frisst wahrscheinlich die CPU. Aber nicht die Business-Logik, das kann ich mir nicht vorstellen. So, was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe keine Grafikkarte. Das macht auch einen Preis und Stromverbrauch und so weiter aus, brauche ich nicht. Immer noch keine Fragen. Motivation, Microservices, jetzt wird es ein bisschen ernster. Also Hardware ist wichtig, das erzähle ich auch in jedem Projekt. Wenn wir jetzt an RAM sparen müssen, dann ist das Meeting teurer als das RAM. Ja? Also wenn sich, oder Festplatten. Das Einzige, was mich interessiert, ist Stromverbrauch. Bei den meisten Firmen spielt es gar keine Rolle, Stromverbrauch. Ich habe schon ein paar Mal nachgefragt, warum das so ist. Weil das Einzige, was kostet, ist der Strom. Die sagen, ja, das ist komplett an der Verrechnungsstelle, ja, das ist uns wurscht. Also da könnte man 2 Megawatt ein Arduino hinstellen mit 2 Kilobyte, wäre das günstigste für eine Firma, ja. Also irgendwie so ein, also das ist, okay. Lustiger, meine Beobachtung. Auf den Konferenzen sprechen viele von, also das sind Netflix-Firmen und Amazon und die halten Vorträge über Microservices. Die Frage ist, warum sie das tun. Was hat Netflix davon, euch über Microservices zu erzählen? Oder was hat Netflix davon, Blogs zu schreiben über Microservices? Und wenn man die Blogs von Microservices über Microservices von Netflix liest, sieht man immer ganz unten, hat dir das gefallen, dann bewerbe dich bei uns. Ja? So, die suchen einfach nach Entwicklern. Ich wurde auch von dem Interviewer gefragt, ob Programmierung noch Zukunft hat. Ja, natürlich. Also wenn Netflix noch Artikel schreibt, um Entwickler zu bekommen, sieht die Welt immer super aus noch für uns. Ne? So, wichtig ist, die Motivation von Netflix, Amazon und alle anderen ist eine komplett andere Motivation von den Enterprise-Firmen, also meine Projekte. Netflix, Amazon und die anderen, das Einzige, was bei denen zählt, ist Time to Market. Was das kostet, ist denen komplett egal. Also es ist nachweislich so, dass Amazon Gewinne komplett wieder rückinvestiert und die wollen einfach nur so schnell es geht die Software entwickeln und so viele Entwickler es geht mit dem Problem assoziieren. Was das bedeutet ist, und eigentlich Jeff Bezos von Amazon sagte mal, wir machen ab heute Microservices, wenn euch nicht gefällt, seid ihr gefeuert. Das war so offizielles Memo, könnt ihr danach suchen, findet man auch im Internet. Und warum er das gemacht hat, naja, was Microservices bedeuten, dass jedes Team völlig von einem Team unabhängig ist. Da gibt es auch Duplikation, also man muss oft vieles ein bisschen mehr entwickeln, stört aber nicht, weil am Ende des Tages ist man schneller am Markt mit mehr Kosten. Das ist die Motivation von den, offizielle Motivation von Netflix, Amazon, allen den coolen Firmen, Facebook, Twitter und allen anderen. Twitter wahrscheinlich jetzt weniger schon, aber war mal, ja. Meine Kunden sind an Wartbarkeit interessiert. Also keiner möchte schnelle Time to Market. Also das ist denen in Enterprise-Firmen, Time to Market bedeutet, Fachabteilung ist zufrieden, ja.
Und meistens müssen wir sowieso auf die Spec warten. Ja? Wir wollen loslegen, nein, haben wir nicht losgelegt, noch keine Use Cases. So, also, Wartbarkeit, sag, hilft uns, und da haben Sie irgendwo gelesen, monolithische Apps sind Mist. Ich bin komplett anderer Meinung. Eine monolithische App bedeutet irgendwas, was an dem Prozess läuft. Wenn es klein genug ist, ist es perfekt. Das ist meine Meinung. Das ist natürlich komplett unpopulär. Viele wollen dann diese kleine App in 20 noch kleinere App, Nano-Services oder was immer zerschlagen oder Femto-Services oder was auch immer. Ich würde mal sagen, wenn es schnell deployed, schnell startet und jeder versteht, ist es gut genug. Das Lustige daran ist, ungefähr 50 Projekte, was wir dann machen in den Projekten, wir löschen 80% vom alten, nicht benötigten Pattern, XML und Zeug. Und was übrig bleibt, ist die Fachlichkeit und die ist erstaunlich klein. Und dann gibt es weiterhin eine monolithische App, die aber sehr, sehr klein ist und vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir noch irgendwas, was ausgelagert werden kann. Und wenn wir das finden, freut sich jeder, weil wir tatsächlich dann zwei Wars haben in Deployment. Wenn nicht, dann haben wir nur ein War, da sagen wir, haben wir keine Microservices, haben wir einen Microservice. Der Kunde ist zufrieden. Und den meisten ist es völlig wurscht, ob wir das Microservice geschafft haben oder ob wir jetzt Hand auflegen oder was auch immer geschafft haben. Wichtig, dass das am Ende des Tages ihr den Code versteht. Also muss ich ehrlich zugeben, 50% meiner Projekte enden so, dass wir alles löschen, was wir nicht verstehen. Das ist Cargo-Cult. Die Frage, warum braucht ihr DAO, warum braucht ihr DTOs, warum die Mapper, warum XML und dann wird alles gelöscht, Service-Lokatoren, alles weg. Was übrig bleibt, ist die Fachlichkeit, die ist erstaunlich klein. Wenn man keine DAOs und DTOs hat, haben wir keine Dose, da kann man die ganzen Abhängigkeiten löschen und dann kommen irgendwann die Sprachen noch dran, ne? Also Groovy wieder in Jar vielleicht, was man entfernen könnte und so. Und am Ende des Tages gibt es nur Java und die Wars sind extrem klein. Wenn ihr glaubt, schafft ihr die Interview in meinem Blog. Auch Commerzbank und die anderen, die haben Wars mit Primefaces 2 Megabyte und Fachlichkeit Kilobyte. Das ist das, was wir haben, obwohl das eigentlich viel Code ist. Nur halt keine unnötige externe Abhängigkeiten. Immer noch alle einverstanden? Einer geht raus. Das ist, das war zu viel. Muss man ja alle Abhängigkeiten löschen, eine könnte man drin lassen. Ja? Also das Coole war, in einem meiner Projekte, das ist vor kurzem, das muss ein bisschen vorsichtiger sein, ich habe ein Architekturdokument gereviewt und es waren 50 Seiten. Ich habe mehr oder weniger so 40 gelöscht. Und der Architekt war sehr unglücklich und mein Kunde sagte dann irgendwann, wir löschen das nicht, wir verschieben das nur, wir haben mal so ein spezielles Microservice und da landet alles und dann später könnten wir das vielleicht verwenden. Und das ist ein cooler Trick. Seitdem sage ich immer, wir machen so ein Microservice und da können wir alle Utils und alle eure Groovies und Closures alle dort verstecken, ja, und da könnt ihr mal forschen und nur das geht in Produktion und da warten wir noch. Vielleicht, wenn es Skalierbarkeit, Anforderungen kommen und sowas, können wir mal machen, ja. Wisst ihr, dass ich TypeSafe umbenannt hat? Das heißt nicht mehr TypeSafe, sondern Lightband. Die haben gesagt, jetzt machen sie wieder ein bisschen mehr Java. Interessant, warum? Ne? Ich kann euch sagen, warum. Wie viele Scala-Leute waren hier? 2, oder? 3, okay. Und 450 Java-Entwickler, das ist ja immer noch, wo die Macht ist. Wartbarkeit. Allein verstanden? Also ich wirklich, im Ernst, also ich kann mir nicht erinnern, dass irgendeine Firma mich gefragt hat, dass sie Microservices einsetzen wollen, um schneller am Markt zu sein. Ich meine, das war niemals die Motivation in meinem Projekt. Die Motivation war, wir haben mal was Monolithisches und den coolsten Auftrag habe ich jetzt bekommen, die haben tatsächlich 20 Gigabyte Ear. So ich sage, we have 20 Gig Ear, help us. Das ist ein genialer Auftrag, da freue ich mich schon drauf. Also, was rauskommt, bestimmt die Microservices erstmal. Erstmal versuchen wir unter ein Gig zu kommen und dann schauen wir mal weiter, ja. Das ist kein Spaß, wirklich 20 Gig. Also das ist, sowas habe ich noch nie gehört. Das größte bisher waren 500 Megabyte. Und bei den 500 Megabyte, der Architekt hat immer noch geglaubt, dass das leichtgewichtig ist, weil der Server sehr klein ist. Er sagt, okay, ich meine, das ist ja die Messung, sehe ich ein bisschen anders. Also wenn der Server 5 Megabyte ist und deine Anwendung 500, was hast du dann erreicht? Er sagt, ja, verstehst du das nicht? Das ist leichtgewichtig. Also wenn ihr so argumentieren müsst, das heißt Cargo-Cult. Ja? Man argumentiert ohne zu verstehen, warum, weil man es immer schon so gemacht hat. So, muss man ein bisschen, genau. Sieht so, dass manche bezahlt werden nach Anzahl von Services. Also in einem Projekt haben wir 3 Microservices gebaut. Das war eigentlich super, also gab es wirklich Gründe dafür. Also in einem war so Connector, Co-Logik und die UI. Und der Architekt war sehr unzufrieden, weil er meinte, zu wenig. Ja, also Microservice-Architektur mit 3 Services, kannst du vergessen.
Sag, wie viel lädst du dann? Ich sag, keine Ahnung, aber mehr. Also ich meine, das musste ja schon so mehr Micro, ne? Also 3 war noch zu wenig. Und ich habe kürzlich auch gehört, ein Consultant sagte, also der, für ihn ist wirklich, dass es wie die Shell, also die Kommando eine Shell, sowas will er haben. Das ist wirklich, ich sage, stellt euch vor, das hatten wir schon in Java mehrfach. Ne? Jeder würde Java EE oder J2E lieben. Wisst ihr, wie das alles angefangen hat? Container Managed Persistence war remote. Also wir waren am Anfang von dem J2E, das war, keine Ahnung, 2001, in der Lage, einzelne Fachobjekte remote anzusprechen. Das war jetzt Nano-Service schon fast, ja. Es hat leider nicht funktioniert. Also da kam man auf die Idee, da Services zu bauen, also so Fassaden, um ein bisschen mehr Granularität reinzubringen, weil man gesagt hat, einzelne so Mikro-Dinge, das kann nie funktionieren. Der nächste Versuch war Genie. Weiß nicht, ob man sich erinnert noch, Java Intelligent Network Infrastructure, das war so Agenten im Netz verteilt. Super Idee, war auch sehr feingranular. Und jetzt hat man alles vergessen und dann sagt, okay, diese Fassaden ist doch blöd, ja, machen wir doch einzelne Methoden, die man beliebig komponieren kann. Die gleiche Person hat auch behauptet, dass es nicht notwendig sein, dass ein Entwickler das gesamte System versteht. Ich sage ja notwendig nicht, aber schlecht wäre es auch nicht, oder? Ich meine, stellt euch vor, wir bauen jetzt Hello World und ich verstehe ja nur 2 Klassen, weil das Ganze man nicht überblicken kann. Das ist genauso, es war sehr modern Polyglot Programming, vor kurzem, da gab es bestimmt schon Vorträge, habe ich auch nicht verstanden. Sag, was ist denn ein Vorteil, wenn jeder von uns eine andere Programmiersprache verwendet? Und da sagte jemand, ja, verstehst nicht, wer ist das right tool for the right job? Ich sage, ja, aber ich meine, wie viel gewinnen wir da? Also bist du wirklich mit Scala, Clojure oder was auch immer 10% schneller als ich in Java? Glaube ich nicht. Also die Fachlichkeit erschlägt uns sowieso irgendwann. Und da wirklich vorsätzlich verschiedenste Programmiersprachen einzubauen, damit es lustiger wird, das habe ich nicht verstanden. Ja? Also ich meine, und da wurde so Polyglot und ich glaube, man müsste wirklich mal nachschauen, ob irgendwo Projekt wirklich da ist auf der Welt, wo das evaluiert wurde, wo man wirklich nachweislich sich das anschaut und beweist, dass man da Zeit gespart hat. Also ich glaube es eher nicht, dass es sehr, sehr schwer wird. Ich hoffe, was mir recht gibt, ist Node.js. Ne? Warum Node.js existiert ist, weil die Entwickler, die Frontend-Entwickler hätten doch gerne JavaScript auf dem Backend. Wenn das Polyglot wirklich ziehen würde, würden die JavaScript-Entwickler sagen, uns ist es wurscht, wir können am Backend auch Java, PHP oder was auch immer werden. Aber nein, die wollen eine Sprache haben. Deswegen, ich finde es eine gute Idee, eine Sprache zu verwenden, wobei aus meiner Sicht, in Microservices sollte das möglich sein, dass man verschiedene Sprachen verwendet, potenziell. Also das sollte möglich sein. Aber ich finde nicht, dass es eine Best Practice ist, dass man jetzt 100 Services und jedes einzelne Service in einer Programmiersprache baut. Hatte ich schon eine verschärfte Konversation auf Java One, da sagte, das Problem mit dir ist, was du zeigst, ist langweilig und man findet keinen Entwickler. Man muss jetzt irgendwas zeigen, was ein bisschen aufregend ist. Du sagst, okay, dann was wir machen könnten, das ist also ein 20% Freitag, dass wir am Freitag Entwickler forschen können und Montag bis Donnerstag nur langweiliges Zeug machen, was funktioniert. Stellt euch vor, ein Taxifahrer wird zu langweilig. Und er sagt, keine Ahnung, Lenkrad rund, das hat schon 30 Jahren, muss man irgendwas ein bisschen experimentieren, ja, vielleicht vom Flugzeug einen Knüppel oder Joystick oder was auch immer, ja. Oder beim Metzger sagt, oh, mit dem Fleisch, das ist ja Mist, ja, wenn es so weitergeht, was ist mit unserem Nachwuchs, ja, keiner will ja Metzger mehr sein, weil, keine Ahnung, das ist bei Softwareentwicklern, nur in Softwareentwicklung kann sowas passieren, dass wir sagen, Kundenwünsche sind zwar eine Dinge, aber uns muss ein bisschen aufregend sein, deswegen versuchen wir, neue Programmiersprachen einzuführen, damit uns, weil sonst ist es so viel zu langweilig, da funktioniert ja alles schon. Kürzlich wollte jemand, da gibt es Patents in Microservices, da gibt es, vergessen wie die heißen, immer lustig, ganz neue Begriffe, Bulkheads, das sind im Schiffen diese Schotten, das gibt es nur Bulkheads, Circuit Breaker, Handshake und so weiter. Und da hat er mir das gesagt, was ist das? Hat er mir das erklärt? Ich sage, wir haben Application Server seit 20 Jahren. Ich sage, wirklich? Ich sage, ja, schaut an. Ja, da haben wir den, ach so, wusste ich gar nicht. Ja. Und er sagt, aber Monitoring gab es ja nicht. Ich sage, das haben wir immer schon gehabt, seit 2003, also das ist JSA 77. Wusste nicht. Und das hat sich herausgestellt, der hat einfach am Application Server, wollte von Netflix ganze Infrastruktur einbauen, weil er nicht wusste, dass die Application Server das schon haben. Ich sage, ja, wir haben das nur vergessen, aber es ist alles drin. Nur nutzen muss man das. Dann war natürlich wieder langweilig. Deswegen denke ich, was auch passieren kann, dass die ganze Microservice-Geschichte eskalieren wird. Sagen, okay, das ist nichts Neues, haben wir eh schon alles. Muss man was Neues suchen. Microservices versus SOA, schwer. Also ich finde, der Hauptunterschied aus meiner Sicht ist, Microservices kümmern sich um eine Anwendung und SOA ist eher ganzes Unternehmen. Also damals hat man versucht, alles irgendwie wiederverwendbar zu machen. Zur Wiederverwendbarkeit kommen wir noch, aber das ist so meine Sicht der Dinge. So hatte gute Ideen und Microservices hat gute Ideen, aber aus meiner Sicht ist, wenn man anfängt und nachdenkt, kommt automatisch Microservice raus. Bei SOA hieß es immer, wir müssen die Fachlichkeit veröffentlichen. Ich habe immer gefragt, ja, was sonst? Ich meine,
Stell dir vor, du baust ja Anwendung, was willst du sonst veröffentlichen? Du musst ja die Fachlichkeit veröffentlichen. Du musst ja einfach dem Client das so einfach machen wie nur möglich. Und das ist bei Microservice extrem. Ja? Da hat man gesagt, so bist tot, machen wir nicht mehr. Machen wir lieber HTTP und REST und JSON, weil das jeder versteht. Perfekt. Höre ich immer noch, ja, wie wir da Source Code generiert, sage, okay, braucht kein Mensch. Also Code-Generierung braucht man nicht mehr. Fragen, immer noch keine Fragen. So, zumindest eine Frage, weil sonst benutzen wir die Mics nicht. Oh, eine Frage dort. Perfekt. Moment. Service-orientierte Architekturen. Und das war damals so eine Idee, mit möglichst viel Tools so einsetzen, dass man die Fachlichkeit nicht mehr sieht. Also jetzt nochmal für die Aufnahme, was heißt ZOA? Und für Star Wars-Fans, da gibt es da WS Dark Star Spezifikationen. Was war das letzte? Haben wir nie gehört. Okay. Service-orientierte Architektur war der Versuch, alles wieder zu verwenden und einmal im Unternehmen zu entwickeln. Aus meiner Sicht hat das nicht so funktioniert. Und um Meetings bei SOA zu hacken, vielleicht wenn irgendwas mit SOA noch was macht, ist immer interessant, mal einen Chefarchitekten zu fragen, was ist der Unterschied zwischen Choreografie und Orchestrierung. Dann können Sie rausgehen und es ist endlos Schleife. Microservices. Höhere Effizienz oder Produktivität und höhere Kosten, das darf man im Enterprise nicht sagen, da fliegt man raus, da will es kein Mensch mehr hören. Aber das ist eigentlich die Motivation von Internetfirmen, vielen Internetfirmen. Perfekt. Weitere Fragen? Von der Seite jetzt. Kapselung. Finde ich in Java, ich weiß nicht wieso, aber Kapselung, da waren alle wie verrückt nach Kapseln. Also jeder wollte alles kapseln. Immer noch so, wenn ich mal Private mache ich gar nicht so gerne, ja. Aber Private, ja, wie kannst du das machen? Ja, die Fields müssen ja Private sein. Ich muss ehrlich sagen, in der gesamten Java-Geschichte habe ich noch nie erlebt, dass ein Entwickler hat versucht, auf Private Field zuzugreifen. So viel Mist gesehen, aber das macht keiner einfach, ja. Kapseln. Deswegen, man macht, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, so Interfaces mit einer Implementierung und Impel dahinter, damit ausgetauscht werden könnte mal eines Tages. Ja? Sage ich immer dazu, okay, cool, was machen wir, die zweite Implementierung kommt, ja? Impel 2 oder wie nennt es das? Deswegen, viele sagen, okay, das mit Implementierung hast du recht, deswegen nennen wir Interfaces lieber I. Das fällt alles mit I an. Ich sage, okay, cool, auch interessant. Das Gute bei Microservices ist, das Best Practice, was wir machen, ist folgendes. In einem War kapseln wir gar nicht. Interface ist alles verboten und die Wars kommunizieren miteinander per REST, per HTTP und das ist brutale Kapselung. Also entweder kapseln wir oder gar nicht. Und das gefällt mir. Da gibt es keine Diskussion. Somit sind schon mal 90% aller populären Frameworks gestorben, weil man die nie braucht. So, man braucht keine Factories, keine Patents, gar nichts, einfach nur Fachlichkeit. Und das finde ich genial. Und da nutze ich Microservices brutalst aus, um das zu erreichen. Ich sage, wir bauen kleine Wars. In den kleinen Wars gibt es nur Fachlichkeit, aber so Interfaces darfst du nur einsetzen, wenn du Strategie-Pattern machen möchtest. Bedeutet mehrere Implementierungen, eine Schnittstelle. Und das ganze Impel und so weiter, Factories, alles ist verboten, komplett verboten. Okay, das ist schon mal genial, finde ich. Da war vor Microservices war das unmöglich. Ja, da sagt du kannst das nicht. Ja. Eine Frage hinten, sehr gut. Testbarkeit. Ja, leider darf ich Source Code nicht zeigen, aber es gibt Test mit Mocks. Also. Aber du brauchst keine Interface dafür. Also ich habe sogar vergessen, mein Lieblingsding, Mockito. Also alle Test-Frameworks, die ich kenne, die pfeifen auf Interfaces. Man kann Klassen ausmocken. Ohne Schmarrn. Also ihr habt noch nie Interfaces ausgemockt. Ihr habt immer nur Klassen ausgemockt. Immer schon. Wenn du mir nicht glaubst, bei Würstchen zeige dir Source Code. Das kann mir keiner verbieten. Ja? Also in der Freizeit kann ich ein bisschen Source Code zeigen dafür. Ja? Also, wirklich, der Code sieht so aus, Mock, übergibst Klasse, kriegst eine Klasse zurück, die von Mockito bearbeitet wurde und dann kann sagen, when methods then do something und man kann nachträglich das Verhalten aufzeichnen. Also Interfaces braucht man überhaupt nicht fürs Testen, wirklich, gar nicht. Und wenn das nicht geht, bedeutet vielleicht, dass deine Klassen static sind oder static inner classes und final und dann kannst du Power Mockito nehmen oder Power Mock. Wobei das sehr schlechtes Zeichen ist. Also wenn ich schon in Maven POM sehe, sage ich, okay, was ist hier wieder los? Ja, wieder Singleton-Orgie, weil jemand versucht hat, 2 Nanosekunden zu optimieren und vergessen hat, dass man bei einem Zugriff auf die Datenbank sowieso alles verliert. Ja? So,
Duplikation. Und jetzt passiert das, wo es alle, da müssen jetzt, die meisten jetzt rausgehen, ja? Also Duplication is best practice. So, wenn man sich überlegt bei Microservices, man hat jahrelang versucht, alles einmal zu entwickeln, so Schnittstellen und dazwischen. Nur das Problem ist, wenn man irgendwas wirklich einmal entwickelt und das ändert, sind alle betroffen. Deswegen bei Microservices tatsächlich so, es gibt kein Shared Jars, fertig. Deswegen Wars sind genial. Wars kommunizieren mit anderen Wars und dazwischen gibt es die Schnittstelle, die meistens eine JSON-HTTP-Schnittstelle ist. Und beide haben den Kunden in eigenem Package. Das ist tatsächlich so. Okay, kein Widerspruch. Das ist natürlich, normalerweise ist man schon Projekt fast zu Ende, wenn man sowas erwähnt. Ja, sag, okay, dann geh raus jetzt. So, meistgestellte Frage, wie sieht mit Shared Jars? Technisch vielleicht Verschlüsselung oder Komprimierung, aber so fachlich, das ist jetzt nicht das Ziel. Also Duplikation ist eigentlich gut, weil da kann man unabhängig voneinander entwickeln. Wiederverwendung, da muss ich sagen, versuchen wir es gar nicht, die gibt es nicht. Fertig. Also in Zoo hat man jahrelang versucht, aber dass irgendeine Abteilung ja, mal irgendwas wiederverwendet, da muss man schon viel Marketing treiben, dass es überhaupt stattfindet. Und keine, wenn eine Abteilung genügend Budget hat, ja, was selber zu entwickeln, wird nichts wiederverwenden, das kann ich garantieren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so läuft mit den Abteilungen, aber meine Beobachtung, also vergessen zu erwähnen, ich war immer schon Freiberufler, noch nie richtige Arbeit bei einer Firma, also Beobachtung von außen ist, Zweck einer Firma ist, dass sie die Abteilungen selber bekämpfen. So nach außen ist wurscht. Und man Gewinn macht nicht, also eine Abteilung muss sterben und ich muss die größte sein. Ja? Deswegen hat Zoa hat nie funktioniert, weil bevor ich dann von dem Gegner innerhalb der Firma irgendwas aufrufe, schreibe ich lieber selbst. Ja? Da habe ich mehr Ressourcen, mehr Budget und was auch immer. Ich habe auch gelernt, dass wenn das Budget irgendwie verfällt, da kriegt man weniger nächstes Jahr. Wenn man jetzt irgendwas wiederverwenden würde, das wäre natürlich dumm. Ja? Weil dann, genau. Und wenn euch interessiert, ihr habt vergessen, mich Internet zu connecten hier. Ich habe einen Blogpost geschrieben, 8 Jahre How to Kill a Zoa Project. Ich habe die Fragen gestellt und bin ich entweder aus den Projekten rausgeflogen oder die Projekte wurden beendet. Aber ich war nie erfolgreich, wenn man die bestimmte Fragen wie die zum Beispiel gestellt hat. Ja, was passiert, wenn ich von einer anderen Abteilung abhängig bin und ich eine Erweiterung der Schnittstelle haben möchte? Ja, wer das Budget, wie wird das gehandhabt? Da gab es nie eine Antwort in den SOA-Projekten. Die haben gesagt, Governance machen wir später, jetzt machen wir erstmal Technik. Ich sage, okay, später geht gar nichts. Also Wiederverwendung in Microservices versucht man auch nicht. Also wenn es irgendwas Interessantes gibt, kann man mal aufrufen, aber das Ziel ist es nicht. Mein Eindruck zumindest. Ich habe es auch nie versucht. Und ja. Eine Frage dort hinten? Nein, waren nur Fotos. Der hat Foto gemacht. Kannst du noch eine Frage stellen? Ach, hier ist eine Frage, okay. Eine Frage hätte ich. Und ja. Zwar, das finde ich alles sinnvoll, wenn man sagt, wenn man sagt, also ein Team hat einen Microservice unter sich, aber wie ist das, wenn man zum Beispiel ein Team hat, wie du es erzählt hast, und die basteln halt 3 Microservices? Ich meine, ich habe keine Lust, denselben Code für jeden Microservice neu zu implementieren. Ich würde die Frage stellen, warum machst du 3? Wenn es einfach die Fachlichkeit, wenn die getrennt sind. Also du hast ja vorhin selbst gesagt, es gab ein Projekt, da war das sinnvoll. Aber wenn die Fachlichkeit getrennt ist, da ist es immer weniger wahrscheinlich, dass du tatsächlich eine Fachklasse scheren kannst. Weniger wahrscheinlich. Ja, aber so Querschnittsfunktionalitäten, wie du gesagt hast. Also Querschnitt. Da ist ein bisschen, also komm nicht mit Logging, Caching oder Konfiguration. Das ist verboten. Das ist schon längst gelöst. Längst gelöst. Oder Superklassen, Abstract Entity mit einer Methode GetID. Sag, oh, das ist ja Mehrwert. Oder Abstract DAO. Abstract DAO ist mein Liebling. Ja, so safe. Und was er drin macht, ist Merge. Das Entity Manager Merge, weil der arme Entwickler kommt nie drauf, dass Merge safe sein könnte. Wenn man sich überlegt, ist wirklich wenig. Aber wenn du irgendwas findest und sagst, es ist echt der Mehrwert, dass wir das scheren, okay. Aber bleibt nicht sehr viel übrig. Und ich muss ehrlich sagen, ich bisherigen Projekten in den letzten 2 Jahren haben wir gar nichts geschert. Okay, ist nochmal komplett anderer Ansatz. Ja? Mal schauen. Ja. Die Kryptobibliotheken? Ja, das sollte man tun. Wobei, momentan Kryptobibliotheken, war die Frage, was mit Kryptobibliotheken sagt, sollte man tun, aber momentan ist, weiß ich auch nicht, ob das so. Im Vortrag warst du ja drin bei dem Herrn, oder? Nee, ich meine, Krypto, okay, Krypto irgendwie Payments oder du, wenn du irgendwelche Konnektoren hast, ich meine, das ist klar, aber das liegt auf der Hand, ja. Aber das sind irgendwelche Sachen, wo du sagst, das können wir nicht selber entwickeln, das kriegen wir extern zugeliefert. Für mich ist wichtig, dass das, was du von außen kriegst, an der Versionnummer hat, was das, was du jetzt entwickelst. Was ich noch nie verstanden habe, ein Projekt mit 50 Maven-Modulen und alle 001-Snapshot.
Sag, was soll das? Sag, was erhoffst du dir, dass eines Tages das Modülchen jetzt irgendwie anders versionierst? Sag, ja schon. Sag, dann warten wir noch 2 Jahre und mal sehen. Ja, dann gibt es nach 2 Jahren 003 Snapshot. Und sag, stört dir das nicht, dass irgendwie 50 mal zippt und immer mit ihm, sag, mach das so ein Ding. Nein, Modularisierung. Also sag, Microservices müssen, wenn du das machst, müssen alle diese Dinge anders versioniert werden, an der Version. Wenn es alles die gleiche Version hat und immer auf einen Schlag gebaut wird, dann verstehe ich den gesamten Ansatz nicht. Einverstanden? Oder früher war noch schlimmer, als wir noch ES hatten. Da hatten ES und in den ES waren irgendwie 100 EJB-Jars, ja? Sag, warum? Das schaffst du sowieso nicht technisch, ein EJB-Jar in dem ES auszutauschen. Das ist völlig wurscht, ob du 100 hast oder nur eins. Okay? Da waren alle Architekten sehr sauer, weil ich wieder Modularisierung-Konzept kaputt gemacht habe. Aber kein Kunde zahlt für Modularisierung, ja? Geht's mal Facebook, seid ihr eigentlich bei Facebook, weil er Facebook modularisiert, oder habt ihr eigentlich Auto gekauft, weil es besonders viele Schrauben hat oder so, ja? Das ist ja wird auch macht sonst keiner, ja? Oder Heizung in einem Haus, die pulverbeschichtet ist, ja? Also man könnte ja verstehe nicht. So, Versionierung. Bisschen ernster, auch eine meistgestellte Frage, wie versioniert man Microservices? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, man versioniert die Microservices, wenn man die Clients in der Hand hat, im Enterprise ganz oft. Und wenn man die nicht in der Hand hat, sollte man die nicht versionieren. Also meine Meinung, so was ich bisher gesehen habe. Und dafür immer testen und abwärtskompatibel sein, leider. Wenn man sich überlegt, wenn man die Version irgendwo hinterlegt, wie zum Beispiel URI, wäre das Schlimmste. Jede Versionsänderung erfordert, dass alle Clients neu ausgerollt werden oder zumindest benachrichtigt werden, dass neue Version da ist. Also Versionierung leider, was das bedeutet, man schreibt Systemtests in verschiedenen Versionen und lässt alle Versionen-Tests, alle bekannten Versionen gegen die neuesten Service laufen. Okay. Und wenn man natürlich die Clients in der Hand hat, kann man sogar typsicher sein. Und dann kann man Compiler ausnutzen, dass wenn das Backend neu gebaut wird, dass der Client nicht mehr neu kompiliert zum Beispiel. Einverstanden alle? Fragen? Modularisierung haben wir schon. Modularisierung haben wir noch nie verstanden, weil viele Architekten sagen, wir müssen modularisieren. Wir haben mir die Frage gestellt, warum? Haben wir nie eine Antwort bekommen. Und wenn es keine Antwort gibt, bedeutet Cargo Cult. Wisst ihr, was Cargo Cult, habe ich bestimmt letztes Jahr erzählt, weil das ist so lustig, ich erzähle es immer, wenn ich die Möglichkeit habe. Weißt ihr, was Cargo Cult ist? Im Pazifischen Ozean sind Amis gelandet und da waren schon natürlich Ureinwohner auf den Inseln und die Amis sind gelandet und haben den Ureinwohnern Schokolade gebracht und die gut behandelt und die Ureinwohner haben sich sehr gefreut. Nur die Ureinwohner wussten nicht, dass die Amis nur wegen dem Zweiten Weltkrieg landen, um die Flugzeuge zu betanken. Und dann waren natürlich nach dem Krieg waren Amis wieder weg und die Ureinwohner sehr traurig, dass die großen Vögel nicht mehr gibt. Und dann haben sie angefangen, den nachzubauen. Da müsst ihr mal Cargo Cult im Google suchen. Also da gab es zwei Kokosnüsse als Kopfhörer und Tower aus Bambus und Feuer und ein ganzes Flugzeug. Und dann haben sie so lange gemacht, bis irgendein Flugzeug tatsächlich kam. Da hat immer Häuptling gesagt, siehst du, ja, habe ich gesagt, wenn wir lang genug versuchen, dann rentiert sie das auch. Das ist wie Modularisierung. Also jahrelang wurden Tausende von Modülchen gebaut und eines Tages schaffen sie es tatsächlich, da irgendwas auszutauschen. Da habe ich gesagt, jetzt können wir wirklich ohne irgendwas zu ändern, nur in XML nach der 20.000. Stelle da was ändern oder können wir was austauschen. Ja? Wenn man sich überlegt, total verrückt, weil wenn man sowas wie CI hat, Continuous Integration, ist völlig wurscht, ob ich hier 500 Module oder nur eins deploye. Wir brauchen ein Mikrofon. Yeah. Sehr gut. Hoffentlich war mein Cargo Cult korrekt. Also absolut unterhaltsam soweit, danke. Aber ernste Frage, Modularisierung. wie gehst du damit um, wenn du quasi kleine Teile deines Systems anders skalieren musst wie andere Teile? Genau. Skalierbarkeit ist ein guter Ding. Also Skalierbarkeit ist in den im letzten Hochskalierbarkeitsprojekt, letztes Jahr wurde so geholt und sollte alles hochskalierbar sein, deswegen Microservice. Da habe ich gefragt, wie viel Performance habt ihr jetzt so gerade? Und ich sage, ja viel. Ich sage, habt ihr das jemand gemessen? Millionen. Ich sage, Millionen pro was? Und dann wird er so gerechnet und hat sich herausgestellt, dass im Peak 400 Requests pro Sekunde waren. Ich sage, ich will ihn nicht so beleidigen, aber ich meine, ich an meinem Laptop mit einem Application Server schaffe ich ungefähr 5000 pro Sekunde. Und wenn das so ist, dann muss man eigentlich monolithischer werden und nicht noch mehr verteilen. Bringt ja alles nicht. Also Skalierbarkeit total überbewertet. Wie man eigentlich tun sollte, ist erstmal mit einem kleinen Monolithen sehr einfachen starten, Performance-Test aufzeichnen, messen und dann erst überlegen, wo das Problem liegt. Weil das Problem ist, wenn du jetzt von Anfang an verteilst, kann sein, dass die Verteilung an sich das Problem ist. Deswegen würde ich mal sagen, je einfacher du anfängst, desto höhere Chancen hast zu überleben.
Wenn du gleich anfängst dann zu skalieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Bottleneck erwischt, sehr, sehr gering. Okay, aber du sagst, sinnvolle Skalierbarkeit kann ein Grund für Modularisierung sein. Ja. Und da geben wir dir ein Beispiel, nicht nur Skalierbarkeit, weniger vielleicht Monitorierbarkeit. Also was wir schon ein paar Mal gemacht haben, zum Beispiel da war in einem System, ging es um Haufen, also Messaging, Modul und Fachlichkeit, waren in einem Wharton, was nie gestört hat, nur war sehr schwer zu monitoren. Mhm. Und was wir dann gemacht haben, wir haben die auseinandergerissen und dann hast du ganz genau gesehen, was dir da eigentlich tun und wo das Problem liegt, aber es kann man sehr gut nachträglich machen. Das hat zwar ein paar Tage gekostet, aber ich glaube, es war eine bessere Entscheidung, wie von Anfang an versuchen, Haufen Modulen zu deployen und die zu überwachen. Mhm. Aber nicht nur Skalierbarkeit, Monitorierbarkeit genauso und Versionierbarkeit. Also wir waren so ein kleines Startups, Java Startup, was der jetzt gemacht hat, der hat so Konnektoren, die er nicht in der Hand hat, haben wir in ein eigenes Microservice ausgelagert. Jetzt können die Konnektoren abgedatet werden, ohne dass die Fachlichkeit betroffen ist. Haufen Gründe. Aber der Grund sollte nicht sein, Microservices zu machen und Microservices zu haben. Und das ist aber überall, muss ich sagen, das hört sich alles lustig an, aber es ist wirklich wahr. Also in Projekten, so die erste Frage so, wie viele bauen wir? Und die sind schon alle ganz scharf auf die Microservices. Einer hat gesagt, der kann auf seine Maschine irgendwie schon 20 JVM starten und ist gar kein Problem. Er war schon komplett vorbereitet mit allem. Der hat nur gewartet, bis es losgeht. Ihr lacht, das ist tatsächlich. Und da habe ich gesagt, was startest du da? Ich habe gesagt, ja, Microservices. Ich sage, warum? Ja, ich starte die einfach. Ne? So, wenn wir Zeit haben, muss ich noch eine alte Geschichte erzählen, aber ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr. So. Da wir gerade bei Modularisierung sind, es gibt ja jetzt auch so eine Microservices-Frameworks wie Drop Wizard, ja. Die halt sozusagen den Application-Server eliminieren. Ja. Du scheinst ja sehr viel mit Application-Servern zu machen und deinen einen Ward zu deployen. Hast du da eine Meinung zu Drop Wizard und Co.? Ja. Da war ich vorbereitet, sagt er. Da muss ich unbedingt jetzt die IDE wasche im Hintergrund, so ganz inoffiziell. So, Projekt Docklands vom GitHub und Docker läuft eigentlich, sag mal, Docker ist fast Standard, ja. Da gibt es noch Rocket, aber Docker verwendet jeder, der Microservices macht. Und lustigerweise, als ich herausgestellt, per Zufall, ist Application Server sind eigentlich besonders gut, wenn es um Docker geht. Und das will ich noch erklären, wieso. Was das ist so ein Hauptimage und was das macht, ich verwende CentOS, weil viele meiner Kunden CentOS verwenden. Alpine Linux wäre kleiner, wie ich schon sagte, das Problem mit den Festplatten haben wir nicht. Und wir haben jetzt CentOS 7, jetzt könnten wir Whiteflare, glaube ich, populär oder Payara, was auch immer. Das ist ein Docker-Image, was von Payara erbt, was Payara baut. Wichtig ist, dass dieses Image von diesem Image erbt. Also das ist, das wird gebaut und das ist Java-Image. Und das Whitefly erbt von dem fertig gebauten Java-Image. Das bedeutet, immer wenn neue Version von Java da ist, wird es gebaut. Und das wird nur gebaut, wenn neue Version von Whitefly, Payara, WebSphere oder was auch immer da ist. Okay? Und jetzt kommt mein Anwendungs-Image. Und mein Anwendungs-Image hier ist das. Das bedeutet, ich erbe jetzt von Whitefly, von WebSphere oder was auch immer, das ist das. Und jetzt kommt das Coole. Per Zufall, Docker funktioniert so, dass immer das letzte Layer mutable ist. Alles andere ändert sich ja nicht. Das bedeutet, was ich baue in Java, ist winzig. Die Wards, wie ich schon sagte, sind Kilobytes. Das bedeutet, das Bauen von so Java Microservice ist Millisekunden. Das dauert wirklich unter 100 Millisekunden. Je größer das War hier und Drop Wizard und alle anderen Frameworks, das War ist ja groß, weil die gesamte Infrastruktur in diesem War drin ist oder in dem Jar. Da gibt es sogar Best Practice Fat Jars, was ich gar nicht verstanden habe, warum das ein Best Practice sein soll. Und das haben wir mal auf Screencast aufgezeichnet und das dauert Sekunden, 10, 20 Sekunden, aber nicht Millisekunden. Und solange ich kein Problem mit der Größe habe, da gibt es kein Problem mit dem Docker, ist Java genial. Und deswegen mache ich eigentlich, nachdem wir das gezeigt haben als Proof of Concept, hat alles andere verloren, weil allein um Speed, wir bauen dieses Image 50 bis 100 Mal am Tag. Immer beim Commit wird das gesamte Stack durchgebaut und das dauert 100 Millisekunden. Okay? Und deswegen ganz einfach, was bei Docker macht, technisch, bei jedem Bau muss er quasi das hochladen, das Docker-Image per Post, der macht einen Upload, HTTP-Upload. Natürlich, je größer das Gebaute, desto langsamer geht's. Und alles, was langsam dauert, mag ich nicht, das erinnert mich an Xdocklet früher, so gesagt, nein, das muss schnell gehen, ja. Und in einem so einem Framework, die haben gemacht eine andere Programmiersprache, wollten zeigen, wie cool Microservices sind. Das war nichts mit Java, das war, glaube ich, in Ruby haben sie was versucht, so Hello World, bis sie da so weit waren, das hat ihnen 30 Sekunden. Ich sage, okay, vielen Dank, aber in dieser Zeit implementiere ich schon mal den ersten Test. Ja.
So, ich muss sagen, das ist erstmal das. Das Gute ist, alle coolen Patterns sind im Application Server eingebaut. Bulkheads, Timeouts, alles haben wir schon seit Jahren, muss man nur noch nutzen. Also man muss ein bisschen promoten, tatsächlich verwenden. Das hat keinen interessiert, soweit mit Microservices kann man das promoten. Und das Lustige ist, wenn man sich jetzt die Größe des Docker-Images anschaut von außen, was der Unterschied zwischen Hello World Java und einem WebSphere sind ungefähr 100 Megabyte RAM. Das ist die Größe, die das ausmacht, ein WebSphere mit einem Microservice. Und ich habe die Images, ich habe das im Screencast out of the box verwendet und die verschiedensten Application-Server kommen mit verschiedensten Heap-Einstellungen. Mit -xmx und davon hängt ja die Größe ab. Also ich könnte so weiter optimieren, aber die out of the box verwendet. Und ich muss sagen, ja, stell dir vor, ich könnte auf meine Maschine ungefähr 20, 30 solche WebSpheres starten als Docker-Image. Nur irgendwann das Problem ist nicht mehr das RAM, das Problem ist die CPU. Ich muss die Fachlichkeit auch noch auf die Cores verteilen. Also deswegen, solange ich kein Problem habe, was zu lösen gilt, nehme ich das, was ich schon bei den meisten Firmen ist, das ist halt Java E dabei. Und damit, also waren so weit, hat mir keiner geglaubt, dass es so effizient sein kann. Einverstanden? Und dann habe ich auch natürlich Shell auch schon vorbereitet. Ich habe immer, wenn wir jetzt zu dem Projekt Docklands gehen und Whitefly Pink, also immer mehr solche Fragen, da kann nichts machen, aber wenn die Teilnehmer fragen, dann muss ich es was zeigen. Ne? Das ist ein Docker-Bild und von einer gesamten Anwendung, die auf Whitefly basiert. Und warum ich das jetzt rausmache, weil ich möchte nämlich sagen, no cache. Also, dass er nicht optimiert, no cache. So, das ist der gesamte Bild einer Anwendung. Jetzt probier mal mit deinem Wizard das Gleiche, das wird nicht so schnell sein. Und solange dein Wizard langsamer ist als meiner, ich nehme meinen. Time, das ist jetzt, Ja. 120 Millisekunden, das gesamte Bild. Und das passiert ständig auf dem Jenkins, bei jedem Commit. Da gibt es noch andere Gründe, aber das ist der Hauptgrund. Ja. Weitere Fragen? Dann gehe ich über zu den offiziellen Folien wieder. Ja. Gibt es für dich eine Maximalgröße von Microservices? Machst du das an Codezeilen fest, machst du das an Klassen fest oder machst du das an der Fachlichkeit fest, dass das möglichst zusammen ist? Und Yahoo sagt zwei Pizza-Team. Und ich sage, wir haben Java, also muss leider sagen, Java E, deswegen ein Pizza-Team. Ein Pizza-Team bedeutet, wenn ein Team von einer Pizza nicht überlebt, war Team zu groß. So, kleines Team, das bedeutet 1 bis 5 Entwickler bauen abgeschlossene Fachlichkeit und das ist ein Microservice. Wie viele Codezeilen die schaffen, interessiert mich gar nicht. Wichtig ist, keine Abhängigkeiten sind erlaubt. Warum? Wenn Sie dann wieder die gesamte Historie von Java Magazine in das Ohr reinpacken, wird wieder langsam. Du lachst wieder, aber einer hat wirklich zugegeben, der sagt, der liest und er baut es ein. Ich habe gesagt, ja, cool, ja, das ist wieder Cargo kalt. Protected Variations, was du sagtest. Protected Variations ist ein altes Pattern von Craig Lahman, bedeutet, wenn irgendwas variiert, das ist ein gutes Zeichen für Microservice. Da kann man das schön kapseln, dann variiert nur das und nicht alles. Da hat man früher versucht mit OSGR und was auch immer, aber ich meine, man hat versucht, aber so richtig zufrieden war keiner, sage ich mal soweit. Ja. Weitere Fragen? Robustheit, das kann auch so ein Ding sein. Zum Beispiel, das haben wir schon sehr, sehr früh angefangen, bei einer Versicherung mussten wir C ansprechen mit Java Native Interface und das war sehr instabil. Also haben wir damals so mit RMI-Kapsel gebaut. Jetzt hat er ja Microservice eingesetzt. Wenn der abraucht, raucht nur das ab und nicht alles. Also Robustheit. Jetzt natürlich, auf Konferenzen will man niemals von Robustness sprechen, sondern von Resilience. Ja, ist aber das Gleiche. Resilience ein bisschen elastisch und Robustness war einfach nur stabil. Verteilung. Das beste Pattern, don't distribute, finde ich. Wenn es geht, nicht verteilen. Wenn du verteilst, musst du gleich, die nächste Frage ist, kommt noch, ja, was ist mit Konsistenz? Und dann findet man irgendwann To-Face-Commit und dann findet man wieder Paxos und irgendwann hat man vergessen, die Fachlichkeit zu entwickeln und beschäftigt sich nur noch mit Konsistenzen. Also wenn es geht, bitte in einem Prozess so viele wie möglich, monolithisch, um man wirklich gute Gründe haben, um den nächsten Microservice einzubauen. Das ist mein Vorgang oder Vorgehensweise. Genau, Konsistenz. Also die nächste Frage, so habe ich so drei, jetzt kam ich rein und waren mal 20 Microservices, wie wird das koordiniert? Alles per REST, wie funktionieren Transaktionen? Und die traurige Antwort ist, gibt es keine Transaktionen zwischen Microservices. Könnte man zwar bauen, sollte man aber nicht. Das geht nicht. Two-Phase-Commit, wenn ihr euch anschaut, XA-Exception, das sind meine Lieblinge, zeige ich immer, wenn ich die Möglichkeit habe.
wenn eine XA-Exception geworfen ist, muss man eigentlich die behandeln. Und die Behandlung, zum Beispiel, da gibt es XA-Hazard oder XA-Mix. Hazard bedeutet, der Application-Server hat irgendwas gemacht, weiß aber nicht mehr was. Mix bedeutet, ich habe bei einem committed, bei den anderen gerollbacked. So, wie geht man damit um? Man verteilt und man sagt, okay, dann gehe ich lieber, heißt das dann eventual consistency, also irgendwann wird dann Konsistenz. Und was das bedeutet, wenn irgendwas fehlschlägt, brauche ich fachliche Gegenaktionen, nicht Undo, sondern fachliche Gegenaktionen. Ja? Also wenn jetzt Flug überbucht ist, dann kriegst du irgendwie Punkte. Wenn der, das ist die fachliche Gegenaktion, das bedeutet bei, leider, das war bei SOA aber auch so, funktionieren SOA und Microservices nur gut, wenn man sehr gute Leitung oder sehr gute Beziehung zu der Fahrabteilung hat. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Also wenn die Use Cases schon fertig sind und man dann findet später heraus, dass es gar nicht machbar ist mit der Verteilung, kann man das nicht realisieren. Und Skalierbarkeit, auch die Frage, könnte ein Grund sein, aber das ist der geringste Grund. Viele sind wirklich überrascht, wie schnell Java EE ist, also in meinem Fall oder andere Frameworks. Was das Lustige ist, ich habe per Zufall herausgefunden, ich habe einfach so gemessen, dass Java EE, das EJBs, das alte Zeug, schneller sind als CDI. Und jemand von IBM hat das erst fortgeführt und da hat er das gemessen, Spring und alles andere, und hat herausgestellt, EJBs sind die schnellste Technologie. Und warum ist das so lustig? Es geht nicht darum, dass es 20% schneller ist als alles andere, das spielt gar keine Rolle. Das Lustige ist, in meinen Projekten, ein paar Projekte wurden von EGBs wegmigriert, weil der Architekt gesagt hat, wir brauchen bessere Skalierbarkeit und mehr Performance. Dann habe ich ihn gefragt, hast du das schon gemessen? Er sagt, du brauchst es nicht messen, der weiß es einfach, aufgrund seiner Erfahrung. So, ich möchte nie wissen, die haben ein Framework mit Command-Pattern, alles selber gebaut, um wirklich performant zu sein, ohne zu messen. Deswegen, Skalierbarkeit bedeutet für mich, ich messe zuerst, identifiziere das Problem, dann drehe an eine Schraube, messe wieder. Okay? Und by the way, Skalierbarkeit, das hört sich alles gut an bei den Microservices, aber die meisten Firmen haben eine zentrale Datenbank. Und wenn es zu langsam ist, ist normalerweise in 80% aller Fälle die Datenbank schuld. Also viele sagen, die Application-Server starten und clustern, und ich muss ehrlich zugeben, in den meisten Projekten haben wir wirklich Schwierigkeit, den Application-Server auszulasten, weil die Datenbank irgendwann dicht macht. Es war wirklich selten so, dass der Application-Server irgendwie, wie heißt das, der Bitcoin-Miner ist oder so, dass er ohne Datenbank auskommt. Es ist immer so, dass da wirklich auf I.O. gewartet werden muss. Und das auf I.O. warten ist auch das Bulkhead-Pattern, was versucht, die Robustheit zu erhöhen. Okay, und das war das CAP-Theorem erklärt, Consistency, Availability, Partition, Tolerance. Was CAP-Theorem sagt ist, welches System verteile, habe ich schon mal verloren. Ja, da muss ich mich entscheiden, Konsistenz oder Skalierbarkeit. Ich kann ja nicht verteilen, per Use Case, verteilen, hochverfügbar sein und hochskalierbar sein. Und hochkonsistent sein. Und Consistency, Availability und Verfügbarkeit bedeutet, dass ein Datensatz auf allen Knoten gleichmäßig verteilt ist und das bedeutet für mich auch skaliert, weil ich kann zu jedem einzelnen Knoten gehen und kriege immer die gleiche Antwort. Alle einverstanden? Cool, alle warten schon wahrscheinlich Würstchen, ne? Hot Dogs. So, Continuous Integration darf man nicht unterschätzen. Aus meiner Sicht bräuchte man pro Microservice eine Pipeline und da bräuchte man auch eine zentrale Pipeline, um man die Zusammenspiel aller Microservices mal testet. Und was man bräuchte auch, eine richtige Maschine und nicht so ein 4.6.8, wo Jenkins draufläuft. Also in allen Projekten das Gleiche, dass Jenkins läuft irgendwie beim Klick, dauert irgendwie dreiviertel Stunde, bis irgendwas passiert. Jenkins soll die schnellste verfügbare Maschine haben. Und am Anfang des Projekts eskalieren, dann kann man über Microservices nachdenken. Stellt euch vor, wir bauen 10 Microservices mit 10 Pipelines und jedes Commit dauert irgendwie 5 Minuten. Ja, und dann verliert es einen, das kann kein Mensch bezahlen. Aber ruhiger Job. So, SCM, Source Code Management. Source Code Management, auch lustig. Wenn man mit an Microservices anfängt überhaupt zu denken, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man branchen muss, ist hoch. Ja, ich branche, muss ich Patches verschieben und so weiter, ja. Sage nur Good Luck mit Subversion. So, wenn man das viel macht. Branches, Merges ist wahrscheinlich Subversion weniger geeignet. Aus meiner Sicht sowas wie Mercurial oder Git wäre extrem wichtig. Ich meine, mittlerweile kaum Problem mehr, weil die meisten verwenden schon Git, aber was wichtig ist, dass SCM und das gesamte Tooling auch mitspielt. Testing hatten wir schon. Also Unit-Tests sind schön. Schaffen wir auch ohne Interfaces. Integrationstest, interessant, was mich immer interessiert, sind Stresstests. Stresstests bedeutet, oder Torture-Tests, Stresstests mit JMeter, Apache Benchmark oder was auch immer, die brutalste Gewalt auf dem Server und schauen, ob der Server überlebt. Und warum mache ich das? Weil ich versuche, alles lahmzulegen
und dann Timeout, Thread Pools, alles richtig einstellen. Und da sehe ich nur unter Stress-Tests. Das gesamte Test-Driven Development, TDD, in Java hat es eigentlich aus meiner Sicht recht wenig gebracht, weil alle Tests, die da propagiert wurden, sind Single-Threaded-Tests. Und wenn man die Anwendung einmal in Produktion bringt, ist es immer ein Multi-Threaded-Test. Und alle Probleme, die ich so gesehen habe in Produktion, waren nie verursacht, wo jemand einen Unit-Test vergessen hat. Es ist eher so, dass jemand da Synchronized Static eingebaut hat und es nie getestet wurde, zum Beispiel. So, also wenn man wirklich Zeit sparen sollte, sollte man Stress-Tests fest einbauen in die Continuous Integration Pipeline. Was wir machen, ist Night-Jobs zum Beispiel. Die testen die ganze Nacht. Und by the way, die Studenten sind die Besten. Ja? Die sagen, okay, hey Student, hier hast du Lastgeneratoren, versucht unser Application-Server so zu hacken, dass er nicht überlebt. Das ist der coolste Job überhaupt. Und was man dann bräuchte, die Application-Server, alle, die sind gezwungen, wegen einer alten Spec, JSR 77, Management und Monitoring, die sind gezwungen, alle Daten nach außen zu veröffentlichen. Das konnte JBoss immer schon, das kann Payara, Whitefly, WebSphere, das können alle. Und dann ist, was man tun sollte, ist die Daten abgreifen und irgendwo speichern, sodass man von Nacht zu Nacht sieht eigentlich, was die Anwendung macht. Teambuilding, was wichtig ist, auch die Frage zu Teambuilding, da gibt es so Conway Law, wurde sehr populär, was es bedeutet, die Struktur einer Anwendung spiegelt sich wieder in der Struktur der Software. Und was ich eher oder versuchen würde, ist eher so Conway's Law rückwärts. Das Problem ist nämlich, dass die Teams werden oft organisiert nach Budget. Und mit dem Budget sind oft überlappend und es ist oft Mist. Also ich habe schon oft gesehen, dass viele doppelt entwickelt wurden, weil sich das Budget überlappt hat. Deswegen wäre besser, erstmal die Fachlichkeit zu identifizieren. Da bräuchte man wirklich jemanden, einen guten Architekten und jemanden, der sich wirklich gut auskennt. Fachlich, das ist das Hauptproblem, die Fachlichkeit. Die Technik ist lang nicht mehr das Problem. Und daraus erst die Teams machen. Das wäre jetzt das Beste, funktioniert natürlich schwierig, wenn es schon per Abteilung irgendwas festgesetzt ist und dann und das nicht mit der Fachlichkeit matcht. Das ist die Hauptherausforderung, das war bei SOA aber auch so. Konfiguration. Die meistgestellte Frage so, wie konfigurierst du das? Und ich muss sagen, viele sind sehr aufgeregt mit der Konfiguration, finden ein sehr aufregendes Thema. Konfiguration, Caching natürlich auch, Logging ist ein bisschen weniger geworden. Aber Konfiguration, wenn wir zum Beispiel Docker verwenden, es ist super einfach, was man mit Docker machen kann. Man kann System-Variablen sehr einfach besetzen von außen und da kann man die einfach initiieren mit jedem möglichen Framework. Also mit Java ist es eine Zeile. Da sämtliche System-Environments sind initiierbar und das hat für 80% aller Fälle schon mal ausgereicht. Und wenn das nicht ausreicht, kann man Remote REST oder HTTP Requests oder die Values initiieren. Die Frage ist, was möchte ich so konfigurieren? Wenn jemand was konfigurieren möchte, stelle ich immer die Frage, wer traut sich das in Produktion zu ändern und wie sieht der Prozess aus? Also schon wirklich Anwendungen gesehen, die hochkonfigurierbar waren, aber da gab es überhaupt keinen Use Case. Also gab es keinen, der da befugt war, das zu ändern und in Produktion war das technisch unmöglich. Ja? Eclipse ACP wurde, glaube ich, weniger, aber am Anfang von Eclipse ACP war auch lustig. Jeder wollte Plugins haben, aber wir mussten diesen Plugins-Manager abschalten, weil das nicht gewollt war, dass der User sich die Plugins nachinstalliert. So, das ist so ähnliches mit der Konfiguration. Jeder möchte konfigurieren, aber keiner traut sich in Produktion dann irgendwas zu ändern. So, Monitoring, extrem wichtig. Und was ich langweilig finde, das Monitoring, wie viele Transaktionen wir haben, wie viele Rollbacks wir haben. Aus meiner Sicht, wir bräuchten sowas, wenn der jetzt Auto kauft oder ein Fahrzeug oder so oder Heizung. In Heizung sitzt hier Temperatur und im Fahrzeug sitzt hier mal Geschwindigkeit, vielleicht Wassertemperatur und Drehzahlmesser und mehr auch nicht. Und in Software sieht man sowas nicht. Also bin gerade in Taskforce, da habe ich gefragt, wie viele Sessions sind aktiv, wusste keiner. Keine Antwort. Sagt er, da kann man in die Admin-Konsole nachschauen und sagt, ach so, wussten wir nicht. Ja? Also schon im Betrieb, riesengroßes Portal, wusste keiner, wie viele Benutzer, was da passiert. Das ist eine große Frechheit, was wir machen. Dass das Monitoring keinen interessiert, oder ich höre oft, installieren wir nachhinein ein System, das wird uns zeigen. Sagt, was das System uns zeigt, ist das Stack Trace und zählt Methodenaufrufe. Aber was wir bräuchten, so wie viele Bestellungen pro Sekunde, wie viele, Leute hier raus und reingehen pro Sekunde, das ist Monitoring von dem System, ja, und nicht wie die Luftqualität hier drin ist. Ja. Das wird zwar auch interessant, aber es interessiert nicht unbedingt den Veranstalter. Und deswegen sind alle Entwickler sehr auf die technischen Low-Level-Details, ist jeder drauf aus und das bedeutet rein gar nichts. Und was man bräuchte, sowas wie fachliche, weiß nicht, wie man das nennt, sowas wie Cockpits. Was macht die Anwendung hier? Wie viel wird verkauft? Wie viel, keine Ahnung, Versuche, Betrugversuche gibt es? Und sowas muss man von Anfang an veröffentlichen. Okay? Fragen? Logging, natürlich auch lustig. So, Logging sage ich immer, okay, ihr loggt fleißig. Wenn das wirklich ernst meint mit den Loggen, müssen wir eigentlich Tests schreiben, ob das Gelogte wieder findet. So, wer war mal in Taskforces? Da wurde gelockt ohne Ende. Und da gab es kein Pattern.
wo wir konnten es einfach nicht mehr finden, weil so viel gelockt wurde. Und dann mussten wir die Logs abschalten und dann selber gelockt. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass man sich überlegt, in 2016 loggen alle erstmal in eine Datei mit der Hoffnung, dass man dann später darauf Zugriff hat, was oft gar nicht gegeben ist. Man muss die beantragen, ja, und hofft, dass die jetzt nicht wieder gelöscht wurde. Und dann mit Regular Expressions meistens auch jemanden finden, da das Interessante wiederfindet, ja. Was lieber wäre zum Beispiel, was wir machen, wir versuchen die Daten in Echtzeit zu verdichten, zum Beispiel gleich per REST zu veröffentlichen oder irgendwo wegzuspeichern, sowas wie Logstash oder was auch immer. Und wenn du sowas verwendest, dann spielt es wirklich keine Rolle, ob du jetzt Log4j 1, 2 hast oder Simple Log4j Fassade. Es ist leider, viele Meetings kann man damit killen. Eine Seite in dem Architekturdokument war nur über Logging. Wie toll das ist, dass man Loggen nachträglich austauschen kann, eben sagen, ja wirklich, noch nie erlebt, dass man nachträglich Log4j ausbaut, irgendwas anderes einbaut. Also viele, also meine Kunden haben wirklich ganz andere Probleme, als den Logger auszutauschen. Ja? Das ist genauso, wenn jetzt irgendwie Auto kauft oder Heizung und sagt, jeder ist stolz drauf, wir erklären, ihr könnt die alle Achsen nachträglich austauschen im Auto. Und das ist ja wirklich toll. Ich sage, ja, wozu? Ihr werdet ja sehen, eines Tages wäre vielleicht möglich. Ja? Ich sage, das ist wie bei Logger. Ja? Ich kann Logging austauschen und sage, das ist ja wirklich hervorragend. Das ist super Arbeit. Ja? So, ich habe das Doku nicht, aber das ist auch immer mein Liebling, muss ich sagen, hat nichts mit Microservices zu tun. In Java haben wir so ein Tool, das heißt JavaDoc. Das ist genauso verrückt wie Logging. So, viele wollen alle Public-Methoden dokumentiert haben und das dazu führt, da gibt es sowas wie ein Set und da schreibt jeder, das ist ein Setter. Get, das ist ein Getter. Stellt euch vor, geht's raus, ne, in so ein Sportgeschäft und dann würde so, das ist ein Schuh. So, das ist ein T-Shirt, ja. Das ist ein weißes T-Shirt, ja. Und manchmal steht er sogar Zusatzinformationen, was ich besonders liebe, so, hier starten Felder an. Ja. Beginn, Feld. Ende fällt, hier starten Methoden. Ich sage, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also wäre nie drauf gekommen, dass ich jetzt im Methodenbereich mich vorfinde. So. Okay. Deployment. So, einer hat sich beschwert, hat er gesagt, hat er gesagt, Application Server sind für Microservices überhaupt nicht geeignet, weil der hat Probleme mit PremGen. Ich sage, welche Probleme hast du mit PremGen? Ja, ich sage, ja, das ist Mist. Ja, aber irgendwie, wenn ich dann 100 Mal deployed habe, ist der voll. Sagt, was machst du? Der macht in Produktion Auto-Deployment. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn du mal überlegst. Ja? Warum ist das Wahnsinn, wenn man Java ein bisschen kennt? Klassen zu entladen ist kaum möglich. Richtig sauber. Es reicht eine Referenz und eine gesamte Klasse wurde bleibt hängen. Kannst du vergessen. Das ist nicht mal Application-Server-Schuld, das ist ein prinzipielles Problem. Das Einzige, was funktioniert in Produktion aus meiner Sicht, je mehr man killt, desto besser ist es. Das wird ja das gesamte Betriebssystem so viel runterfahren und hochfahren wie nur möglich, vollautomatisiert. So, deswegen, das ist das Deployment. Oh, Microservices aus meiner Sicht. Was neu ist in Microservices, ist die Idee, dass man die Architektur auf Deployment mappt. Früher war das vollkommen wurscht, wie das Mapping war. Und jetzt haben wir schon von Anfang an gesagt, wir haben jetzt ein Team, ein War, ein Prozess. Und früher gab es noch die Rollen wie Assembler oder was auch immer, die versucht haben, in dem EARS irgendwas zu mappen. Die Rollen gab es gar nicht, nur in den Schulungen von Sun. Aber jetzt haben wir gezeigt mit Microservices, die man gar nicht mehr braucht. Okay. DevOps. Lustige Geschichte, eine Firma, kürzlich Consulting gemacht, wieder, die wollten Microservices haben und die haben gesagt, weißt du was, wir sind leider ein bisschen zurück. Wir sind Entwickler und wir machen alles selbst, wir installieren alles selbst in Produktion und bei uns gibt es keine Administratoren. Sag ich, super, ja, geh auf Konferenz und erzähl das als DevOps. Du bist da überall eingeladen, da kriegst du alles, Hotel, alles frei. Sag, wann habt ihr angefangen? Sag, vor 15 Jahren. Sag, siehst du, in 15 Jahren, wenn du wartest, passt perfekt. Ja? Sag, keinen Admin einstellen, geh auf Konferenz, erzähl drüber. Und die waren wirklich genial. Die haben schon und die wussten gar nicht, dass DevOps ist. Da gibt es dafür einen Begriff. Sag, ja, Developer Operations. Ihr seid DevOps. Sag, ja, cool, ja. So, wenn man überlegt, wer hat so am Anfang von Java noch gehackt? So, Anfang, so die ersten Server. Am Anfang, also ich konnte auf dem Server, ich musste auf dem Server alles installieren. Ihr habt das Java, den ganzen Classpass, alles auf den Server gesetzt. Also waren wir. Und dann erst später kam die Trennung. Und jetzt sagt man, okay, die Trennung war vielleicht nicht so stark, jetzt machen wir das wieder ein bisschen zurück. Okay? Also das kann man als Nachteil. Also DevOps waren wir alle mit JDK 1.0, sondern mit JDK 1.2 hat es aufgehört und mit JDK 1.8 sind wir wieder ein bisschen zurück. Ja? So. Patents. Alle Patents sind verdächtig, weil die meisten Patents bereits von der Infrastruktur gegeben sind. So, das ist das Interessante. Also man braucht kaum mehr Patents, man sollte sich nur auf die Fachlichkeit konzentrieren, egal welches Framework man verwendet. Das ist jetzt, und was ich jetzt mache seit Jahren, ich baue nur die Patents aus eigentlich. Und die Microservice-Patents, Bulkhead, Circuit Breaker wären Interceptor in Java-I mit einer Methode, also den zu bauen, dauert, das ist ja Hello World-Schulung, erster Tag.
Bulkheads muss man gar nichts machen. Managed Executor Service initiieren und konfigurieren, da hat man einen Bulkhead. Was gibt es da noch? Handshaker wird, also ich muss sagen, die meisten Pattern, wenn wir es in Source Code anschaut, würde keiner auf die Idee kommen, dass es ein Pattern ist. Das ist ein Stück Code und fertig. So. Cloud Native. Wenn man das richtig macht, ist es Cloud Native. Was bedeutet, das War kann man egal wo deployen, es wird überall laufen. Das funktioniert ziemlich gut. Wichtig ist natürlich, dass es stateless ist. Muss eigentlich nicht stateless sein. Wäre besser, wenn es stateless ist, weil wenn es stateful wäre, bräuchte man sowas wie Sticky Sessions. Und für Sticky Sessions bräuchte man besondere Load Balancer. Gerade im Projekt versuchen wir so Cloud Native in Java EE. Ist eigentlich gar kein Problem, es ist nur ein bisschen sauberer zu implementieren. Wieder ein neuer Begriff, ja, Cloud Native. Muss ich erwähnen. Und das war die letzte Folie. Deswegen erstmal Fragen. Es waren sehr wenig Fragen. Wenn alle einverstanden sind. Oh, hier ist eine Frage. Aber der kommt aus Java Enterprise-Ecke. Ja, genau. Also, wie ich jetzt selber bin, auch schon ein bisschen länger bei der. Wir waren in mehreren Firmen und ich bin jetzt in der MMS. Und wir haben eben in einigen Bereichen. Lösen wir neuerdings Projekte mit Salesforce anstatt mit Java Enterprise, wie es vielleicht vor anderthalb Jahren noch der Fall war. Und das sind ja meistens auch Enterprise-Anwendungen. Und da wollte ich einfach mal so fragen, was halten Sie denn davon? Oder was haben Sie schon in Erfahrung? Wenn ich zufrieden ist, ist es perfekt. Das bedeutet wahrscheinlich, das Enterprise-Projekt war fachlich so einfach, dass es einfach ersetzt werden kann. Oder dass oft wird gesprochen in solchen Dingen Golfplatzentscheidungen. Ah, ja. Also ob das gut funktioniert oder nicht, spielt keine Rolle, weil er sowieso auf dem Golfplatz entschieden wurde. Wobei einmal in Österreich hatten sie zu mir gesagt, Golfplatz erreichst du nicht, du musst jagen gehen, um Architektur zu, also Jagd oder Golfplatzentscheidung. Ich sag mal, es gibt da sowas Ähnliches wie Salesforce früher und die Customisierung von diesem Ding war oft teurer als alle Projekte in der Firma und trotzdem hat Management geglaubt, dass es günstiger ist. Deswegen, man muss abwarten. Was immer verdächtig ist, wenn ein Standardprodukt ein Custom-Produkt ersetzt, das bedeutet, entweder war das so trivial, dass das tatsächlich klar war. Das könnte aber bedeuten, dass man muss abwarten, wie viel du dann noch in Salesforce hacken musst, bis das genauso verhält wie vorher. Ja. Also was ist dein Eindruck? Wird sie das rentieren? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß halt nicht, ob es eventuell langfristig tot des Application-Servers ist, weil genau die Ideen sind, nur noch die Fachlichkeit implementieren und möglichst wenig Frameworks. Andererseits gibt es ja die besagten Limits, da fängt man doch wieder an zu implementieren, zum Glück der Entwickler in Klammer. Aber Das ist ja nicht, was der Kunde sich unbedingt wünscht. Ich glaube, was Application-Server töten kann, sind wirklich Marketing. Ne? Wenn jetzt viele daran glauben, dass die schwergewichtig sind, was auch immer, dann wird es einfach sterben, obwohl es gab es da viele, keine Ahnung, wie war das, ja, Betamax war besser als VHS trotzdem überlebt. Ja, also das kann immer noch passieren, wobei ich denke, dass es Marketing ist, weil alles, was ich so gesehen habe, so Payara Micro, da gibt es vom Application Server von den Firmen selbst, da gibt es den Payara und den Micro, den kleinen, ich habe den kleinen noch nie verwendet, weil er nicht spart. So, das hört sich besser an und der ist tatsächlich kleiner, aber bis ich, genau, also verstehst du, also das ist... Ja, klar. Node.js sollte Java killen und jetzt gibt es die ersten Blogpost JavaScript-Fatigue, ne? Die sagen, das sind so viele Frameworks, da braucht man eine Woche, bis man produktiv wird. Das wird immer noch gehypt. Ich muss in Java bleiben auf 5 Minuten, bis man produktiv wird. Deswegen ist es auch langweilig, so ein wenig. Yeah. Ja. Also meine Meinung ist, Application Server könnten sterben, aus Marketinggründen. Ja. Eine Frage zu Docker. Wir können es nicht verwenden, weil behauptet wird, es sei nicht sicher. Man könnte sozusagen aus dem Docker-Container ausbrechen und hätte dann Root-Rechte auf der Maschine drunter. Stimmt das? Bestimmt. Also ich habe den Vortrag vorher gesehen, muss man den Speaker vorher fragen, ja, der dann im Krankenhaus war, kurz. Und da gibt es ja Docker Security, docker.com/security, die genau solche Fragen beantworten. Theoretisch oder praktisch ist es so tatsächlich, dass Docker von der Security schlechter sein muss wie Virtualisierung, weil es nur Prozessisolierung, also es muss schlechter sein. Ob es irgendwelche Vulnerabilities jetzt schon gibt, also mir ist nichts bekannt. Okay? Also wenn ich jetzt eine hochsichere Software schreiben würde, dann würde ich sowieso auf eine Hardware kaufen, die abgeschottet ist und nicht mal virtualisieren. Weil es gibt genügend Hacks für virtualisierte Software, die wirklich bekannt sind. Also wenn man wirklich sicher sein muss, dann am besten
eine Box kaufen, laufen lassen, dann ist es wirklich sicher. Abschotten, fertig. Alles andere ist nicht sicher. Nur Docker ist ein wenig unsicherer wie VMware, wobei das ein wenig interessiert ja keinen. Entweder ist es sicher oder nicht sicher. Man, verstehst du? Okay. Ich bin kein Sicherheitsexperte, da müssten wir den Speaker von vorhin fragen. Jemand hat hinten eine Frage gestellt, oder? Nicht, ist er schon weg. Weitere Fragen, sonst müssen wir Hotdogs essen. Und wenn du Mocks sehen willst ohne Interfaces, jeder zu mir. Ja, es gibt auch den Trend, das ganze Thema Reactive Container Vertex. Was ist so deine Meinung im Vergleich zum klassischen Container, zum Java-E-Standard? Ich habe mich, als Scala rauskam und AK, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich sage, es wird bestimmt ein Projekt geben, wo es so hohe Anforderungen an Skalierbarkeit sind, dass der Java-E-Applications es einfach nicht mehr schafft. Leider ist es noch nicht passiert. Ich muss ehrlich sagen, in den meisten meiner Projekten sind eben nicht Twitter, Facebook oder was auch immer. Die Projekte sind, wir haben ein paar tausend Transaktionen pro Sekunde vielleicht, also das meiste waren 25 Transaktionen pro Sekunde und das ist sehr, sagen wir mal, sehr einfache Architektur. Also für mich ist es wichtiger, einfacher. So, wenn du jetzt an Reactive denkst, so, die Reactive-Leute, irgendwann hast du so viele Callbacks, dass wirklich keine Sau versteht, was da vor sich geht. Also die bauen sich schon eigene Tools, um den Flow da zu verstehen. Ja? Das hatten wir schon alles. Am Anfang von Java E war JMS sehr stark. Ob irgendwas synchron war, asynchron, ist völlig egal. Wichtiger, dass eine Message verschickt wird. Ja? Und da hatten wir solche Patterns wie, man verschickt eine Message und dann wartet, bis die ankommt. Und keiner konnte aber die Frage beantworten, wie lange man da warten muss. Ja? Wichtig, dass man Messages verwendet hat. Und das Reactive ist genauso. Ich habe zwar kein Problem, ja? aber ich habe einen Artikel gelesen und das Reactive wäre noch cooler. Bauen wir das mal ein und mal sehen, ob das vielleicht ein bisschen besser wird. Ja? Deswegen wirklich, also wie ich arbeite, ich schaue mir erstmal Java SE. So, leistet es Java SE alleine, ja oder nein? Na, wenn nicht, schaue ich auf Java E. Ist es gut genug? Wenn ja, bleibe ich dabei. Und leider ist es so, dass es oft genug gut genug ist. Leider. Sonst hätte ich ja schon längst eingebaut, alles was ich sehe. Und ich muss sagen, ich bin Freiberufler, ich könnte eigentlich empfehlen, was ich möchte, mache ich aber nicht. Weil was auch wichtig ist aus meiner Sicht, Anzahl der Antworten auf Stack Overflow. Ich glaube, es ist ehrlich, wenn du in einem Projekt bist und irgendwas wählst, wo du die meisten Antworten hast, dann erstmal, du wirst sowieso ständig gefragt, ja, ob du ihren Java-Entwickler kennst. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Arbeit haben. So, aber wenn du sagst einfach, okay, der Kunde ruft dich nur im Frieden, nicht, dass er in der Nacht irgendwie stehen bleibt und ein paar Callbacks verloren gingen und keiner weiß wieso. Ja? Deswegen versuche ich das so einfach zu halten, wie es geht und das funktioniert trotzdem sehr gut. Und bei dem Reactive oder so, da höre ich ja immer, ja, Resilience, sag ja, was ist in dem Projekt für Resilience? Ja, da sind irgendwie zwei Sachbearbeiter, da war eine Datenbank zugreifen und das ist die gesamte Pipeline jetzt asynchron gemacht, mit der Hoffnung, dass was? Ja, dass du draußen Twitter machst oder, keine Ahnung, jetzt Videos streamen willst oder was soll eigentlich das Ding sein, ja? Okay? Sehr gut, vielen Dank. Weitere Fragen? Nur zu. Wir haben mal Zeit. Also die rote Karte habe ich gar nicht gesehen, gibt es heute nicht. So, weitere Fragen? Allein verstanden, da sehen wir uns nächstes Jahr. Vielleicht darf ich nächstes Jahr dann schon mal codieren, weil ich war schon oft genug da, so dass das nächste Mal. So, ihr, nur Java-Entwickler, dann sehen wir uns beim Würstchen essen.